Seine Angriffe kommen unerwartet. Ihr Ziel? Die schillernde Werbeindustrie. Dieser Mann ist ein sogenannter Adbuster. Er nennt sich Vermibus. Quer durch Europa klaut er Werbeplakate, um sie zu verfremden. Mit Lösungsmitteln bearbeitet Vermibus die Plakate und hängt sie danach wieder auf. So werden aus Models Monster. Wir treffen ihn in seiner Galerie in Berlin. Wo sein Atelier ist, soll geheim bleiben. For me, a full photoshopped image is not beauty, is not real. Also für mich haben diese völlig gefotoshoppten Bilder nichts Schönes. Das ist nicht real, sondern eine komplette Lüge. Das Model, das völlig verändert wird, die machen mit ihr, was ihnen gefällt und packen dann ihre eigene Marke drauf. Das Model ist überhaupt keine eigenständige Person mehr. Für mich ist das der totale Albtraum. Vermibus will unerkannt bleiben, denn was der 26-Jährige tut, ist juristisch gesehen Sachbeschädigung. Adbusting bedeutet so viel wie Werbung zerschlagen. Es richtet sich gegen Anzeigen im öffentlichen Raum und entstand in den späten 80er Jahren in Kanada als eine Reaktion auf groß angelegte Markenkampagnen. Mittlerweile ist das Adbusting zum weltweiten Phänomen geworden. Ich gebe der Werbung eine andere Aussage. Irgendjemand muss das machen, denn sonst sind da nur die Werbeleute, die eine Stimme haben. So ziehen Vermibus und andere Adbuster durch die Straßen Europas und verfremden Plakat für Plakat. Und die Werbeindustrie? In Berlin wollte sich vor der Kamera niemand äußern. Auf Anfrage hieß es, Plakatwerbung funktioniere, wenn sie Aufmerksamkeit errege. Und da sei jede Form der Aufmerksamkeit hilfreich.